Wir leben in einem Kreislauf des Hasses. Allianzen werden geschmiedet und gebrochen. Diese Welt zu teilen hat uns viel gekostet. Und wir haben vergessen, was uns stark macht. Sultan Kulfer, rückt geschlossen vor! Lordaeron wird uns gehören! Mein König, jetzt haben wir sie. Und damit hallo und herzlich willkommen zu World of Warcraft. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass es schon sehr, sehr viele Jahre her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich bin aber wieder ein bisschen auf den Geschmack gekommen und habe mir gedacht, ich werde nochmal einsteigen. Dummerweise konnte ich meinen alten Account jetzt nicht mehr reanimieren. Was aber nicht schlimm ist, dann fange ich halt nochmal komplett von vorne an. Ich werde mir jetzt erstmal einen Charakter erstellen, beziehungsweise ich kann euch hier auch mal eben zeigen. Es gibt unter den Allianzen den Mensch, die Zwergin, die Nachtelfe, den Gnom, den Drenai, den Worgen
und unter der Horde den Ork, den Untoten, den Tauren, den Troll, die Blutelfe und den Goblin. Beides natürlich in männlich und weiblich. Und soweit ich mich erinnern kann, waren die Pandaren, glaube ich, allianzlos. Es ist alles schon so lange her, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es gar nicht mehr. Man kann unter verschiedenen Klassen aussuchen. Muss ich einzeln folgende Völker wählen? Okay. Da gibt es einmal die Kriegerin. Warum das jetzt hier Kriegerin heißt? Ach so, weil ich auf weiblich stehe. Okay, verstehe. Einmal die Kriegerin. Die Rolle, die man dann spielt, ist der Tank oder eben Nahkampfschaden. Krieger sind Kämpfe in Plattenrüstung, die nach Perfektion im bezeichneten Kampf streben. Im Gefecht erzeugen sie Wut, die für ihre Spezialangriffe genutzt werden. Ich würde jetzt gerne auch die Musik ausschalten, aber ich glaube, unter mehr Infos kann man es jetzt nicht machen. Das muss ich dann leider gleich machen, bevor wir dann reingehen. Dann gibt es einmal die Jägerin. Warum jetzt hier... Achso, da oben steht noch Jäger. Der macht oder die macht Nahkampf- oder Distanzschaden. Jäger sind in der Wildnis zu Hause und haben ein besonderes Verhältnis zu Tieren. Sie nutzen Waffen und ihre Begleiter, um Schaden zu verursachen. Da könnt ihr jetzt auch entsprechend, weil ich jetzt die Infos eingeschaltet habe, auch unten nochmal einiges nachlesen. Dann gibt's die Schurkin, die macht natürlich Nahkampfschaden. Schurken dienen häufig als Assassinen oder Späher, obwohl sie auch viele Einzelgänger sind. Schurken können oft um Feinde herumschleichen oder sie von hinten angreifen, um sie möglichst schnell zu erledigen. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt, weil irgendwie werde ich hier gerade von der Musik angebrüllt, die ich aber, wie gesagt, leider noch nicht ausschalten kann. Dann gibt's Schamanen. Die sind auf Heilung aus, Distanzschaden und Nahkampfschaden. Schamanen rufen die Mächte der Elemente herbei, um den Schaden ihrer Waffen zu erhöhen oder Zauber zu wirken. Schamanen beschwören im Kampf Totems, kleine Objekte, die Gegner lähmen, Heilung hervorrufen oder Schaden verursachen. Also die Totems ähnlich, sage ich mal, wie der Nekromant im Teso. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die jetzt aussahen, aber so stelle ich mir es vor, beziehungsweise habe es noch in etwa in Erinnerung. Dann natürlich die Magier. Das ist natürlich meine Spezialität. Rolle, Distanzschaden. Magier sind die Zauberwirker von Azeroth schlechthin. Sie erlernen ihre Kunst durch intensives Studium und Nachforschung. Magier sind nur leicht gerüstet, gleichen jedoch mit einem mächtigen Arsenal offensiver und defensiver Zauber aus. Dann gibt es noch die Hexenmeister. Ebenfalls Distanzschaden. Hexenmeister wirken Feuer- oder Schattenmagie, um Schaden zu verursachen, Energie zu entziehen oder zu verfluchen. Sie beschwören Dämonen, die ihnen zu Diensten sind. Und als letztes gibt es dann noch den Mönch. Der übernimmt auch die Rolle des Tank, allerdings auch der Heilung und Nahkampfschaden. Mönche sind für ihre Nahkampfkünste bekannt. Ihre Fähigkeit, sich nicht nur auf Waffen, sondern auch auf ihre bloßen Hände und Füße im Kampf zu verlassen. Heilende Mönche können sich auch darauf spezialisieren, die wiederherstellende Kraft der Nebel zu beschwören, um Verbündete zu heilen. Ja, und der Rest, also die Druiden, die im Übrigen auch den Tank Heilung und Distanzschaden und Nahkampfschaden übernimmt. Und den Paladin, der auch wieder mal den Tank und die Heilung und den Nahkampfschaden diesmal übernimmt. Und die Priesterin, die die Rolle der Heilung und den Distanzschaden übernimmt, die kann ich euch jetzt so nur kurz lesen lassen, aber die kann ich noch nicht auswählen, weil hier steht ja, um diese Klasse spielen zu können, müsst ihr eins der folgenden Völker auswählen. Da muss ich jetzt auch erst nochmal so ein bisschen überlegen, was ich jetzt machen möchte. Und wenn ich dann meinen Char erstellt habe, sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben. Also, ich habe nochmal so ein bisschen überlegt. Eigentlich wollte ich ja bei der Allianz bleiben, aber mir gefällt die Blutelfe jetzt aktuell ziemlich gut. Deswegen habe ich jetzt die Blutelfe ausgewählt und natürlich in der Rolle der Magierin. Ich werde aber auf jeden Fall schauen, dass ich da noch weitere Charaktere im Laufe der Zeit erstellen werde. Ich schaue jetzt hier mal so ein bisschen durch, wie ich mir den Char einstelle. Ihr seht schon rechts verschiedene Möglichkeiten, was man alles wählen kann von der Frisur her. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Da spiele ich dann noch so ein bisschen mit rum und wenn das Ganze dann fertig ist, dann sehen wir uns wieder. Wollen die mich verarschen?
Das ist mein Name. So, also, wir haben es endlich geschafft. So sieht sie nun aus. War irgendwie das einzige freundliche Gesicht. Ich glaube, das war aber auch schon vor langer Zeit, wenn ich mich richtig erinnern kann, so, dass man da nicht allzu viel Auswahl hatte, wie man das Ganze erweitern konnte. Mein Name, also sprich Gameplayerin, durfte ich nicht benutzen. Keine Ahnung, wer mir den jetzt geklaut hat oder warum man den jetzt nicht nutzen darf. Finde ich jetzt ehrlich gesagt sehr schade, weil ja, ich hätte halt schon gerne bei meiner Main meinen Namen benutzt. Aber gut, jetzt habe ich sie Lichtelfe genannt. Der war komischerweise frei, obwohl der immer überall beliebt ist. Ich werde jetzt erstmal eine Welt betreten, damit wir mal ein bisschen den Anfang sehen können. Die letzten Jahre haben beispiellose Umbrüche über das ewige Land Kel'Thalas gebracht. Auf Anweisung ihres geisteskranken Anführers Kel'Thas Sonnenwanderer kanalisierten die Blutelfen gefährliche chaotische Magie und verwandelten ihren heiligen Sonnenbrunnen in ein Tor unsäglichen Übels. Als Kel'Thas und seine dämonischen Meister schließlich besiegt wurden, vollzog sich jedoch eine andere Verwandlung im Sonnenbrunnen. Ein sterbender Naru opferte seine Lebensessenz, um aus dem Sonnenbrunnen wieder einen Quell heiliger Energie zu machen. Nun erblickt der Regent der Blutelfen, Lord Materon, wieder einen Schimmer Hoffnung für sein Volk am Horizont. Das Licht des Sonnenbrunnens könnte die Blutelfen von ihrem Fluch befreien. Doch viele klammern sich an die angeeigneten arkanen Kräfte und zögern sie aufzugeben. Als einer der Blutelfen müsst ihr für den Schutz von Kel'Thalas kämpfen und eurem Volk helfen, sein Seelenheil zu finden. Ja, und da bin ich eigentlich... Achso, ich stehe in jemand anderem drin. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich meinen Namen nicht lesen? Klick mit der rechten Maustaste auf das Symbol. Anaria Shula. So, genau. Ja, auf ihr Reden tun sie immer noch nicht. Je früher ihr mit eurer Ausbildung anfangt, Lichtelfe, umso besser für uns alle. Wir können uns keine Fehler erlauben, also hört zu. Die brennenden Kristalle, die grünen, schwebenden Objekte westlich des Sonnenturms hier, wurden lange Zeit als Energiequelle für die Experimente der Insel verwendet. Die Mana-Würms waren ihre Gegner, ihre Wächter. Aber das Einmarsch der Geisel in Quell-Talas hat sie aufgrund unserer mangelnden magischen Kontrolle über sie fehlgeschlagen. Uns bleibt keine andere Wahl, als sie für die Wiedereroberung der Insel in ihrer Zahl zu reduzieren. Irgendwie hat der Typ mich jetzt gerade abgelenkt. Kehrt nach Beendigung eurer Aufgabe zu mir zurück. Questziele. Tötet 6 Mana-Würms. Sie halten sich rund um die brennenden Kristalle auf, die man in der Nähe des Turms des Vorbaus findet. Okay, dann bekomme ich eine Schärpe. Das ist schon mal schön. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Ja, ich weiß. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles ging. Also jetzt in meinem Rücken sozusagen soll das sein. Aber das ist doch gar nicht mein Rücken. Hä? Da ist das. Ui. Ja, das mit dem Springen, das ist mir schon klar. Können wir das auch mal wegmachen? Danke. So, das seid ihr. Hallo. Ich habe ja jetzt irgendwie nur eine Fähigkeit. Das ist... Es ist für mich, als ob es wieder komplett neu ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist so extrem lange her. Konnte man das nicht aufheben? Doch, man kann es aufheben. Man konnte aber mit irgendeiner Taste, konnte man das automatisch annehmen. Ich weiß aber nicht mehr wie, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern, dass das ein Frostblitz war. Alles so lange her. Vor allen Dingen bin ich gedanklich jetzt voll auf Teso eingestellt. Und ja, habe irgendwie gar keinen Plan mehr, wie das im WoW gelaufen ist. Gibt es hier noch weitere? Hallo? Hier soll noch andere sein? Da hinten ist noch einer. Es sind sogar noch 3. Sehr schön. Oh.
Effekt. Ich muss mal eben schauen. Na, steht aber nirgendwo was. Doch, mit W. Nee, mit W laufe ich nur. Okay, ich meine, es gab eine Taste, wo ich das automatisch mit annehmen konnte, aber ich bin mir nicht sicher. Wie viele musste ich? 3 habe ich gemacht von 6 Stück, okay. Sehr schön. So. Da war noch einer. Ich wollte gerade schon die Kristalle angreifen, das war natürlich Blödsinn. Also ihr seht schon, es ist natürlich der Anfang. Ne? Es dauert natürlich jetzt unheimlich lange. Ich habe jetzt nur einen Zauber. Das heißt, dementsprechend lange dauert es natürlich auch, bis ich da erstmal was getötet habe und so. Jetzt muss ich den letzten hier ernsthaft noch suchen. Der ist nicht da. Hallo? Hinten ist was. Da. Ah. Oh, da sind noch ganz viele. Okay. Bleib hier. Bleib hier. Ich greif dich an, du Sau. Greift der mich einfach an? Gibt's doch nicht sowas. Okay. So, wir sollen jetzt wieder zu ihr zurück. Ihr seht auch oben rechts in der Karte, es ist zwar sehr, sehr klein, also die Karte. Ich hätte mir gewünscht, dass die ein bisschen größer ist. Also die Minimap. Ja, wieso soll ich denn... Moment, was stand da gerade mit Linksklick? Hier soll ich einen Linksklick drauf machen oder was? Nee, keine Ahnung, ich habe es nicht mal gelesen. Ihr seht natürlich oben in der Karte die Fragezeichen. Solltet ihr mal abarbeiten, weil das letztendlich eure Quests sind. Der Sieg ist nahe. Ja, ne? Finde ich auch. Ihr habt eure Aufgabe erfolgreich gemeistert. Lasst mich euch dafür danken. Ein derartiger Erfolg bestärkt mich in meinem Glauben, dass ihr euch besser anstellen werdet als diese jungen Blutelfen, die sich nicht an die Vorgaben ihrer Meister halten. Weitere Leistungen wie diese werden belohnt werden. Nicht nur mit Wissen, sondern auch mit greifbaren Belohnungen. Dennoch, eure Arbeit hier ist noch nicht getan. Es gibt noch viel zu lernen, mein Kind. Achso, da. So, Moment, jetzt muss ich mal eben schauen. War das nicht mit I? Oder darf ich jetzt kein I drücken? Ich weiß es alles gar nicht. Also ich kenne es nur noch von Teso, da muss man nur auf I drücken. Hallo? Ehre den Sindorei. Achso, ist schon drin. Bedauerliche Maßnahmen. Eure Bemühungen haben sich uns etwas erkennen lassen, von dem ich hoffe, es wäre nicht wahr. Die unkontrollierte Macht der brennenden Kristalle hat einen viel größeren Teil des natürlichen Gleichgewichts der Insel durcheinander gebracht, als ich vermutet hatte. Wir müssen jetzt leider bedauerliche Maßnahmen ergreifen, um die Kontrolle wiederzuerlangen. Die Luchse aus der Umgebung sind dem Einfluss der Kristalle erlegen und müssen bekämpft werden. Bringt mir ihre Halsbänder, Lichtelfe. Noch kann ich vielleicht einen Magieschutz anfertigen, der manche wieder dem Einfluss entziehen kann. So, Questseele. Sammelt 8 Lux-Halsbänder. Wie cool. Von erlegten Bachtatzen-Luxen. Oh, was für ein Wort. Und Bachtatzen-Jungen. Genau. Kehrt zu Magistrix Erona auf der Insel zurück, blablub, schwätz. Ja, nehmen wir an. Rechnung wird kommen. So, drückt B, um die Tasche zu öffnen. Ach, das war gar nicht I. Okay. Gut. Wie war das jetzt? Habe ich die jetzt angezogen? Drückt C, um eure ausgerissen. Okay, das war gleich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mit Rechtsklick oder mit Linksklick ausgerüstet hatte. Runenstein, das sind die Augen. Okay. Gut, okay. Also, da ich das lange nicht mehr gespielt habe, muss ich mir das mal kurz aufschreiben, dass das mit B war. Weil irgendwo, es ist ja in jedem Spiel Inventar, ist halt I. Und ja, so habe ich das jetzt auch noch in Erinnerung. Aber es war hier anders. Ist ja nicht schlimm. Das ist da hinten, glaube ich. Ist das hier drin? Nee, oder? Wart ihr damit gemeint? Nee, das sind ja... ja das, oh, wo laufe ich denn jetzt hin? Das ist da... Es war nicht hier drin. Es war, glaube ich, hinter dem Gebäude. Ich sage ja, es ist so unheimlich lange her. Wieso habe ich jetzt... Wollte ich gerade sagen, das wollte ich doch jetzt gar nicht geöffnet lassen.
So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also im Vergleich zu einigen anderen MMOs ist die Steuerung hier doch sehr viel einfacher. Wenn auch, obwohl, ja, doch, das geht eigentlich auch hier. Das ist mit rechts und links, das ist immer gut. Nur mit dem Zurücklaufen, das habe ich nie verstanden. Bei Teso ist das richtig schön geregelt, weil man sich halt umdreht. Das soll doch hier in dem. Waren das die Kleinen? Ach, die waren das hier, glaube ich, ne? Steht ja auch schon dran. Ach, tatsächlich. Ja, das ist gut, der will mich nicht angreifen. Ich brauche ein Ziel. Ja, du hast doch ein Ziel. Dann visier es doch an. So, geht doch. Halt, du hast den Rest vergessen. Ach so, dann war das hier, wo man alles machen konnte. Okay. Gut. Muss man natürlich. Der eine schläft. Jetzt ist er wieder wach. Jetzt ist er meditieren da hinten. So, drei haben wir schon. Von den kleinen Lux-Kätzchen, beziehungsweise Jungen. Die großen hießen ja Lux, sollen wir auch was holen. Vier. Ich dachte gerade, der ist tot. Der hing da so bei den Leichen rum. Das Einzige, was ich hier immer doof gefunden habe, im Gegensatz zu Teso, finde ich, sind die Gegner nicht wirklich intelligent. Also ich meine, bei Teso sind sie jetzt auch nicht so intelligent, aber die weichen ja richtig aus und dass man schon denkt, dass da fast ein Mensch hinter ist, stellenweise. Du musst gar nichts anvisieren. Du musst erstmal die Sachen einsammeln. Und hier ist das so, ja, sie laufen auf einen zu und stehen dann halt da. Ich meine, sie weichen natürlich auch aus, klar. Aber es ist so, wie soll ich sagen, so ein bisschen steif irgendwie, finde ich persönlich. Jetzt fehlt mir noch einer, jetzt sehe ich hier gerade. Ach, da ist noch ein Opfer. Jetzt bin ich hier die ganzen Kinder am Töten. Ich hoffe, dass jetzt nicht gleich irgendwo die Mama oder der Papa ankommen und sich jetzt hier rächen wollen. Das wäre nicht so schön. So, jetzt nochmal. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Geh zum. Ja, das weiß ich auch. Ach, deswegen sollte man M öffnen. Okay. Ich habe es eben gar nicht mitbekommen. Arkanist. Ich sage, das ist alles so lange her. Und ich meine auch, da hätte sich so einiges getan. Im Vergleich zu vorher. Es bereitet mir keine Freude, euch die Vernichtung dieser Kreaturen zu bitten. Wir haben in der Vergangenheit stets in Harmonie mit den Geschöpfen des Waldes gelebt, aber heute ist es anders. Der Grundsatz der Sindonai lautet Überleben. Vergiss das nie. Na. Der Turm und die unmittelbare Umgebung sollten jetzt einigermaßen sicher sein, zumindest vorerst. Dank euch haben wir an Sicherheit gewonnen, aber es gilt, die Kontrolle über die ganze Insel wieder zu erlangen. Wenn wir hier auf Dauer überleben wollen. Ja, Punkt. Es wird weitaus mehr verlangen, als Mana, Würms und Luchse auszulöschen. Nehmt dies, Lichtelfe. Es wird euch bei euren zukünftigen Taten sicherlich von Nutzen sein. Armschienen. Sehr schön. Da gucken wir gleich mal. Oder können wir das jetzt parallel öffnen? Doch, können wir öffnen. Zack. Okay, es war ein Rechtsklick, wo wir das mit reinkriegen. Gut, ich habe es jetzt gerade nochmal getestet. So, erstattet meinen Assistenten Linthen Perilon. Bricht. Warum müssen die mal alle so komische Namen haben in MMOs? Er wird euch sagen, was es als nächstes zu tun gibt. Während wir hier am Sonnenturm weiterhin über die brennenden Kristalle verwalten, werdet ihr euch auf eine dringendere Angelegenheit bezüglich der Akademie von Faldrien konzentrieren. Lantan wird euch alles konzentrieren, wenn ihr mit ihm sprecht. Geht einfach von hier aus, gehen Westen entlang des Pfades. Ihr solltet ihn in der Nähe treffen. Viel Glück, Lichtelfe. Jeglicher Erfolg soll belohnt werden. So, nehmen wir Gut allen einmal an. Widersachen. So, das meinte ich nämlich jetzt, weil man will sich eigentlich drehen. Ich kann mich gar nicht in die Kamera drehen. Wirklich nicht? Okay.
Doch, so. Ha, mit der linken Maustaste war es. Okay. Ich würde sagen, damit wir mit dem Video nicht zu sehr überziehen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich meine, so die grundlegenden Dinge haben wir jetzt schon so ein bisschen gesehen. Wir werden dann im nächsten Video natürlich tiefer reingehen in die Quest, die wir jetzt gerade machen sind. Ich sehe auch gerade, da sind noch weitere Ausrufezeichen direkt hier in der Nähe und noch ein weiteres Fragezeichen. Fragezeichen war, glaube ich, immer das, was gerade aktiv ist. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Ja, ich verabschiede mich dann erstmal für dieses Video und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen, wo wir dann die weiteren Quests erstmal machen, versuchen werden, ein wenig zu leveln und mit dem Charakter erstmal ein bisschen höher zu kommen. Weil wenn ich ein paar Stufen höher bin und diesen Anfangsbereich ein bisschen gemacht habe, dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch in diesem Spiel. Und ich möchte nicht zu viel verraten, deswegen sage ich mal einfach, ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis dann. Ciao.